Können Katzen genauso heldenhaft sein wie Hunde, wenn es darauf ankommt? Nun, diese Geschichte beweist es. Willst du herausfinden, was passiert ist? Dann schau dir das Video an. Viele Menschen glauben, dass Miezen herzlos seien. Es gibt sogar ein Sprichwort, das behauptet, der einzige Grund, warum sie Menschen tolerieren, sei das Futter. Aber diese hat all diese Gerüchte widerlegt. Wenn wir Erzählungen hören, in denen Tiere jemanden das Leben retten, denken wir wahrscheinlich an Hunde. Aber in diesem Fall war der Held eine Samtpfote und niemand konnte ahnen, was danach passieren würde. Diese Geschichte ereignete sich im Jahr 2017, aber sie begann schon früher. Bandit war ein getigerter Streuner, der nicht den besten Start ins Leben hatte. Er lebte auf der Straße. Warum, weiß niemand. Aber irgendwie hatte er es geschafft, in einem Tierheim zu landen. Glücklicherweise war es eines, in dem keine Tiere getötet wurden, sodass er viel Zeit hatte, einen Besitzer zu finden. Und es dauerte nicht lange, bis sein Mensch kam. Franz Wasey, eine Frau im Ruhestand, war auf der Suche nach einem Kätzchen, mit dem sie Zeit verbringen konnte. Als sie auf Bandit stieß, verliebte sie sich sofort in ihn. »Du gehörst mir«, hatte sie gesagt, als sie den jungen Kater zum ersten Mal sah. Wenig später machten sich die beiden auf den Weg zur Buena Vista Senior Community in Texas in den USA. Hier sollte Bandit sein heldenhaftes Wesen unter Beweis stellen. Als sich der Kater in seinem neuen Zuhause einlebte, kam seine charmante und schrullige Persönlichkeit schnell zum Vorschein. Er liebte es, das Haus zu erkunden und neue Plätze zu finden, an denen er sich zum Schlafen niederlassen konnte. Er verbrachte seine Zeit gerne mit Fran, die mehr als glücklich war. Wie es sich für die meisten Stubentiger gehört, hatte er das Heim für sich allein. Eine der ungewöhnlichsten Angewohnheiten war, dass er gerne herumspazierte. Noch komischer war, dass es ihm nichts ausmachte, wenn Fran mitging. »Er lässt mich tatsächlich mit ihm laufen«, sagte Fran in einem Interview. Die beiden gingen oft zusammen, schlenderten um das Gebäude und grüßten alle Nachbarn, an denen sie vorbeikamen. Keiner der beiden wusste jedoch, dass einer dieser Anwohner bald Hilfe brauchen würde. Es begann wie ein normaler Tag. Fran und Bandit genossen die Gesellschaft von Frans Tochter, die ihre Mutter für eine Woche besucht hatte, um mit ihr Zeit zu verbringen. Sie hatten ferngesehen, sich unterhalten und waren mit Bandit herumgeschlichen, wie Fran es immer tat. Erst am Abend wendete sich das Blatt. Fran und ihre Kleine hatten sich gerade hingelegt, als Bandit plötzlich nach einem weiteren Spaziergang verlangte. Er drehte sich um, sah mich an, sagte Miau und wartete darauf, dass ich zur Tür ging, so Fran. Das tat er normalerweise, wenn er das Haus verlassen wollte. Also wusste Fran, was zu tun war, aber nicht warum. Normalerweise begnügt sich der Kleine mit einer Runde und schlief dann. Obwohl sie genug frische Luft getankt hatten, konnte Fran einfach nicht Nein sagen und beschloss, noch einen Fußmarsch mit ihm zu machen. Und es war gut, dass sie es tat, sonst hätte es viel schlimmer kommen können. Nachdem sie den Einlass geöffnet hatte, sprintete Bandit los. Anstatt in der Nähe von Fran zu bleiben und gemächlich zu gehen, wie er es normalerweise tat, rannte er den Korridor entlang. Fran und ihre Tochter waren besorgt, dass er weggelaufen war und eilten ihm hinterher. Doch als sie ihn fanden, konnten sie nicht glauben, was er da tat. Bandit saß in dem kleinen Innenhof direkt neben einer älteren Dame, die auf dem Boden lag. Mary Baker war mit ihrem kleinen Hund Sugar Gassi gegangen, als es ihr plötzlich schlecht ging. Es stellte sich heraus, dass sie Diabetikerin und ihr Blutzucker gefährlich niedrig geworden war. Aus diesem Grund war sie zusammengebrochen und konnte nicht mehr aufstehen. Als sie zu mir kamen, sagte Mary, konnte ich gerade noch sagen, helft mir, helft mir. Aufgrund ihres geschwächten Zustands konnte man nicht sagen, wie lange sie dort gelegen hatte. Auch sie selbst konnte sich aufgrund des Stresses und der Panik, in der sie sich befand, nicht daran erinnern. Es ist ein Wunder, sagte Mary und bezog sich auf die Tatsache, dass Bandit sie gefunden hatte und ihr Hilfe gebracht hatte. Als Fran und ihr Mädchen die Situation erkannten, ergriffen sie sofort die Initiative. Sie riefen einen Krankenwagen und machten sich dann auf den Weg zu Mary.
Das Mutter-Tochter-Duo saß bei ihr, bis die Sanitäter eintrafen. Sie trösteten sie und versicherten ihr, dass alles wieder in Ordnung kommen würde. Nachdem der Rettungsdienst Mary stabilisiert hatte, wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie kuriert werden konnte. Nachdem sie Entwarnung gegeben hatten, konnte die betagte Dame nach Hause zurückkehren. Danach machte sich Mary auf den Weg, um Fran und Bandit dafür zu danken, dass sie ihr Leben gerettet hatten. Sie sagte, dass Gottes Wege unergründlich sind und dieses Mal hat er durch eine Katze gewirkt. Mary hätte nicht dankbarer sein können. Seitdem sind die beiden Nachbarinnen, die vor dem Vorfall nur selten miteinander zu tun hatten, beste Freundinnen geworden. Sie nennt mich Schwester, sagt Fran, die überglücklich war, dass sie und Mary dank des heldenhaften Bandit eine so enge Bindung aufgebaut haben. Auch Mary war gerührt, als sie über ihre neue Freundschaft sprach. Ich bin gesegnet, sagte sie, dass ich hier gute Freunde habe. Das ist meine erweiterte Familie. Nach der Tortur und Bandits Beteiligung an der Rettung sprach sich die Nachricht bei den übrigen Bewohnern des Hauses herum. Wir müssen ihn vielleicht Sir Bandit nennen, sagte Fran. Allerdings war sie von dieser Idee nicht sehr angetan, weil sie ihrem Kater nicht noch mehr Kopfschmerzen bereiten wollte. Trotzdem hat sich der schrullige Kerl zweifellos den Ruf eines Helden erworben und wann immer ihn jemand auf seiner täglichen Runde sah, wurde er gestreichelt und mit einem Leckerli belohnt. Das hatte er sich auch redlich verdient. Doch trotz all der neuen Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, war er für Fran immer noch dasselbe bezaubernde kleine Kätzchen, das sie im Tierheim gefunden hatte. Dasselbe, das es liebte, an warmen und bequemen Plätzen zu schlafen und täglich spazieren zu gehen. Nur ist sie sich jetzt sicher, dass sie ihm folgen wird, sollte er jemals wieder weglaufen. Außerdem hat Fran dank Bandit jetzt einen neuen Gefährten fürs Leben, mit dem sie ihre Tage verbringen kann. Dieser Streuner war ein Wunder, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Dank ihm wurde nicht nur ein Leben gerettet, sondern auch eine Freundschaft entdeckt. Und wer auch immer behauptet, dass Katzen keine Gefühle hätten, diese Geschichte beweist das Gegenteil. Lass mich wissen, was du von dieser Geschichte hältst, indem du unten einen Kommentar schreibst. Und wenn du noch mehr inspirierende Geschichten hören möchtest, dann abonniere doch einfach unsere Newsletter, um täglich neue Inhalte zu sehen. Wenn du nicht bis dahin warten kannst, besuch einfach unseren Kanal, wo noch mehr unglaubliche Geschichten zu finden sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal.